The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Körperliche Gesundheit und geistliches Leben. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Viele betrachten diesen Text nur als Warnung vor Zügellosigkeit, doch hat er eine umfassendere Bedeutung. Er verbietet jede schädliche Befriedigung der Triebe oder Leidenschaften. Jede verdorbene Lust wird zur Begierde, die gegen die Seele streitet. Die Begierde, das Begehren, wurde uns zu einem guten Zweck gegeben und sollte keinesfalls die Dienerin des Todes werden, indem sie verdorben wurde und dadurch zu einer Begierde, die gegen die Seele streitet, degenerierte. Des Petrus' Ermahnung ist eine sehr direkte und eindringliche Warnung vor dem Gebrauch aller Reizmittel und Narkotika. Hingabe an diese Suchtmittel kann durchaus zu den Begierden gezählt werden, die auf den Charakter und die Moral einen schädlichen Einfluss ausüben. Keiner, der gottesfürchtig zu leben vorgibt, soll die körperliche Gesundheit gleichgültig behandeln und sich einreden, Unmäßigkeit sei keine Sünde und werde sein geistiges Leben nicht beeinträchtigen. Zwischen dem Körper und der sittlichen Natur besteht eine enge Verbindung. Die Normen der Tugendhaftigkeit werden durch körperliche Gewohnheiten strenger oder lockerer. Übermäßiges Essen auf der besten Nahrung wird einen labilen Gemüts- und Gewissenszustand hervorrufen. Und wenn die Kost nicht gesund ist, dann wird sich das noch schädlicher auswirken. Jede Gewohnheit, die im Körpersystem nicht eine gesunde Aktivität fordert, schwächt die höheren und edleren Fähigkeiten. Wenn man der Esslust frönt, verstärkt dies die tierischen Anlagen und gibt ihnen das Übergewicht gegenüber den geistigen und geistlichen Kräften. Die Stärke der Versuchung, der Esslust zu frönen, kann nur an der unsagbaren Qual gemessen werden, die unser Erlöser bei seinem langen Fasten in der Wüste erlitt. Er wusste, dass die Nachgiebigkeit gegenüber einem fehlgeleiteten Appetit die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen so abstumpfen würde, dass heilige Dinge nicht mehr als solche erkannt werden können. Wenn die Hingabe an die Esslust auf die Menschheit so stark wirkt, dass der Sohn Gottes um des Menschen willen fast 6 Wochen lang fasten musste, um die Macht der Esslust zu brechen, welche Aufgabe steht dann dem Christen bevor? Und doch, wie groß der Kampf auch sein mag, der Christ kann überwinden. Durch die Hilfe jener Gotteskraft, die den heftigsten Versuchungen widerstehen könnte, die Satan zu erfinden imstande war, kann auch er in seinem Kampf gegen das Böse restlos erfolgreich sein. Und schließlich darf er im Reich Gottes die Krone des Siegers tragen. The Lord is coming. Are you ready?